Nivoa Hautcreme hilft auch Ihren geselligen Abenden. Guten Abend. In den letzten Tagen erreichen uns immer häufiger Meldungen von UFO-Sichtungen, meist aus Mexiko oder Südamerika. Aus Russland hört man bereits einen Funkspruch, über den wir letzte Woche berichtet hatten. Nun melden sich auch in Deutschland fast täglich Amateurfunker, die ähnliche Funksprüche aufgezeichnet haben. Ein Video aus Deutschland erregte bei uns besondere Aufmerksamkeit. Unser Reporter in Süddeutschland war bei Herrn Wolf vor Ort. Sie waren also die Tage im Schwarzwald unterwegs und haben Videoaufnahmen gemacht. Ja, ich wollte einfach mal ein bisschen die Natur dort aufnehmen. Als ich so mit der Kamera umherschwenkte, kam, ich weiß auch nicht, auf einmal war ein Lichtblitz da. Ich habe mich umgeschaut, keine Ahnung, was das war. Haben Sie am Himmel gleich etwas entdeckt? Am Himmel? Nein, nein, nein. Also ich habe nur den Blitz bemerkt. Woher der kam, war mir zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht klar. Auf einmal habe ich nochmal ein komisches Geräusch gehört. Ich dachte, Sie haben ein UFO gesehen. Aber erst so nachträglich daheim, als ich von dieser Kamera hier den Film als auf dem Computer geschnitten habe. Da ist mir dann erst aufgefallen, dass ich ein Raumschiff aufgenommen habe. Das war mir so vor Ort gar nicht bewusst. Bisher hat sich noch keine Weltraumforschungseinrichtung dazu geäußert. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir in Zukunft mit weiteren Sichtungen und vielleicht auch mit Kontakt rechnen müssen. Im Anschluss der Nachrichten sehen Sie die Kinovorschau zu dem Blockbuster Space Tales. Viel Vergnügen! Unsere Tarnung ist aufgeflogen. Seid ihr bereit für die Mission? 5 Tage im Herbst. Hakon 7. Die Mission beginnt.